Wir befinden uns in einem Rettungswagen des DRK Fulda. Mit Blaulicht und Martinshorn geht es durch die Straßen. Einsatz für die Domstadtretter. Gemeldet ist eine Armfraktur am Sportplatz. Ich vermute mal wahrscheinlich durch Fußballspielen. Aber da sind nicht so wirklich Infos gekommen durch den Anrufer. Ein 15-jähriger Fußballspieler hat sich am Handgelenk verletzt. Vor lauter Schmerz ist ihm schwindelig. Ach ja. Das ist ja cool. Sein Handgelenk wird nun geschient. Das ist Teil der Erstversorgung. Und dann unterstützen wir dich so links und rechts. Genau, ein bisschen. Bleib erstmal stehen und guck, wie es im Kreislauf ist. Geht's? Er ist gefallen, wahrscheinlich ist es Handgelenk. Also ich vermute, dass hier vorne das gebrochen ist. Da ist es ziemlich geschwollen. Ich will jetzt auch gar nicht groß drauf rumdrücken. Und er sagt auch, dass das Gefühl ein bisschen weniger ist. Das muss geröntgt werden und je nachdem, wenn was kaputt ist und wenn ja was kaputt ist, dann muss man halt gucken, ob das gegipst wird oder ob das operiert werden muss. Das können wir Ihnen jetzt nicht sagen. Die Retter nehmen den Jugendlichen mit ins Krankenhaus. Ich habe jetzt in der Leitstelle angerufen, damit die Patientendaten haben. Und wir geben immer so eine Rückmeldezahl. Das wird dann an die Klinik geschickt, damit die Klinik schon mal weiß, was wir bringen und wann in etwa. Genau. Linda Schumacher ist Notfallsanitäterin. Die 29-Jährige lebt in Künzell. Sie ist eine von 53 Frauen Roten Kreuz in Fulda. Also man merkt schon, dass es immer mehr Frauen werden. Man muss sich halt bewusst sein, gerade wenn man als Frau im Rettungsdienst anfängt zu arbeiten, es ist eine enorme körperliche Belastung, die natürlich ein Mann deutlich besser ausgleichen kann. In der Regel sind die größer und auch stärker gebaut als wir Frauen. Aber ich denke, wenn man sich da drauf einlässt und dafür auch was tut, dann kriegt man das als Frau auch ganz gut hin. Angekommen in der Notaufnahme im Klinikum Fulda. Mit der Übergabe an das Klinikpersonal ist der Einsatz beendet. Ja, also das war für uns jetzt kein schwieriger, schwer verletzter Patient. So am Wochenende ist das auch häufig der Fall, dass wir zu Sportplätzen fahren. Aber war ein sehr angenehmer junger Mann, der super mitgemacht hat. Lief alles eigentlich ganz unkompliziert. Ja. Ach na ja, es kann immer was passieren und ohne Sport wäre es ja auch langweilig. Doch Zeit zum Verschnaufen bleibt keine. Mit Sondersignal geht es auf direktem Weg in einen Fuldaer Stadtteil. Also wir haben da eine junge Dame an der Kartbahn, die mit den Haaren in eine Kette gekommen ist und jetzt wohl eine Kopfplatzwunde noch zusätzlich hat. Okay, alles klar. Tut dir was weh? Was tut dir weh? Der Hals? Okay, nicht bewegen, bitte. Wir machen eine Vollimmobilisation. Ich brauche bitte Sauerstoff. Ich brauche erstmal einen Stift. Hol mal die Traumatasche. Die Schmerzen der verletzten Frau sind heftig. Sie wurde von ihrem Partner von der Kartbahn getragen, war kurzzeitig auch bewusstlos. Um die junge Frau vor Schaulustigen zu schützen, geht es erst einmal in den Rettungswagen. Hier fängt Linda mit den Untersuchungen an. Innere Verletzungen kann sie nicht ausschließen. Deswegen steht fest, die Patientin muss zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Heiko Massak ist hauptberuflich im Klinikum Fulda tätig. Als Rettungssanitäter fährt der 49-Jährige 2 bis 3 Dienste im Monat. Seine Aufgabe heute, Linda bei der Versorgung und dem Transport der Patienten zu unterstützen. Hinten im Rettungswagen weicht Linda der Patientin nicht von der Seite. Immer wieder checkt sie ihren Zustand. Ankunft im Klinikum Fulda. Hier wird die Verletzte jetzt weiter versorgt. Ein MRT soll Klarheit bringen. Ein nicht alltäglicher Einsatz für das Rettungsteam.
die haben ja so eine Sturmhaube auf. Und da hat sie sich schon die ganzen Haare reingemacht, aber die sind scheinbar rausgerutscht. Und dann, naja, ich meine, das war ja wirklich so ein Stück Haar. Also das ist ja nicht mal übertrieben. Und wenn das dann hinten rumflattert, dann muss ja nur so ein Stückchen in die Reihe. Genau. Für Linda beginnt nun die Schreibarbeit. Alle Patientendaten werden elektronisch erfasst und übermittelt. Währenddessen reinigt Heiko den Rettungswagen. Der Hygienestandard ist hoch. Also ich mache das recht häufig bei Patienten, dass ich mich im Nachhinein noch mal informiere, wie es denen geht, was aus denen geworden ist. Auch gerade jetzt bei solchen Verletzungen, wo das für uns nicht offensichtlich ist, ob da jemand was haben könnte oder nicht. Wo man sich einfach noch mal drüber schlau macht, ob das jetzt auch gute Arbeit war und ob das, was wir gemacht haben, auch richtig war. Der strahlende Blick lässt Gutes erahnen. Also bisher ist tatsächlich nichts rausgekommen im Traumascan. Okay. Die haben die komplette Wirbelsäule gemacht. Ja. Super. Muss halt gucken, ob Weichteilverletzungen sind, aber soweit ist bisher Gott sei Dank nichts passiert. Gut, sehr schön. Ja. Die Frau hatte einen Schutzengel. Danke. Nicht nur ein erfolgreicher Einsatz, sondern auch ein ereignisreicher Tag für die Domstadtretter. Feierabend, oder? Ja, Feierabend. Ciao. Aber ich denke, wir nehmen sie mal mit ins Klinikum, dass wir da mal nachgucken lassen. So recht kann ich dir nicht sagen, woher das kommt. Hier sieht man jetzt, es macht keiner Platz. Osthessen News. Sehen, was bewegt.